Einen wunderschön. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Ich schlepp euch auch gleich mal mit. Das wird ein zweigeteiltes Video werden jetzt. Einmal werde ich euch jetzt zeigen, wie ich das hier anschließen werde. Mein Fire TV Stick. Den werde ich jetzt nur für dieses Video hier anschließen. Normalerweise hat er hier nichts zu suchen, weil... Wartet mal, muss ich eine Kamera nach unten machen. Hier hinten ist meine Fire TV Box. Eingestaubt. Ja, und den Fire TV Stick werde ich jetzt nur für das Video hier machen und für die Einrichtungen, also für die, nicht für die Einrichtungen, fürs Einrichten. Und dann kommt er ins Schlafzimmer. So, jetzt kann ich euch das mal so zeigen. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Stick habt, hier würde es natürlich gut gehen. Einfach hier hin so ran und er ist drinnen. Und wenn ihr dann natürlich im Fernsehen ein bisschen mehr Platz wollt, dann nehmt ihr dieses Adapterstück einfach. So. Und schließt das Adapterstück an. Dann brauchen wir jetzt einfach nur noch Strom. Habe ich hier überhaupt noch Strom? Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch ein Stromkabel frei habe. Ja doch, den habe ich hier frei. Das ist schon wieder genauso ein Wirrwarr hier in der neuen Wohnung wie in der alten Wohnung. So, hat er jetzt hier irgendwie eine LED oder irgendwas? Hat er gar nicht. Hat er? Wo habe ich die Fernbedienung? Da habe ich die Fernbedienung. Der hat keine LED, kein ja nichts. Okay, also für hinterm Fernseher. Voilà. Seht ihr mich? Für hinterm Fernseher gut geeignet. Der hat keine LED, kein gar nichts. Jo. Wir können jetzt auch hier, bevor ich jetzt hier mal umschwenke, könnt ihr da mal meinen Fernseher sehen. Da seht ihr gerade, was läuft gerade. Ah, Smallville. Posimax, heißt nämlich Stargate eben gelaufen. So, jetzt werden wir hier mal umschalten. Spielekonsole. So, dann können wir jetzt hier mal schon im Hardware-Video oder Hardware-Check, so im ersten Video hier einfach mal so die zeigen, wie schnell und wie kinderleicht das eigentlich eingerichtet ist. Hier sagt er, ich soll jetzt den Play-Button drücken. Hier oben steht auch Fire TV Stick. Dann drücken wir einfach mal den Play-Knopf. Hier passiert auch nichts mit meiner normalen Fire TV Box. Wir sind natürlich Deutsch, wollen Deutsch. Dann drücken wir den mittelsten Knopf. Suche nach Netzwerk. So, MyFritz ist klar, das ist meins. Jo, da werde ich jetzt hier mal kurz so machen, dass ihr meinen Netzwerkschlüssel nicht seht. Weil das wäre ja ein bisschen doof. Obwohl, selbst wenn ihr herkommt und den wisst, kann es passieren, weil alle fremden Geräte in meiner Fritzbox geblockt sind. Verbinden. Verbindung wird hergestellt. So. Verbindung erfolgreich. Verfügbare Updates werden geprüft. Jetzt prüft er gleich automatisch nach Updates. Hier haben wir jetzt den Stick jetzt. Hier finde ich schön, dass man den Stick hier so sieht. Hier steht auch Amazon auf dem Stick drauf. Also die, und hier auf dem Stick hier vorne haben sie auch die Powerbeschriftung drauf gelassen. Finde ich gut, dass sie da auf so kleine Details achten. Ich werde auch demnächst mal gucken, dass ich irgendwie mal ein Video mache. Ich habe ja schon mit den ein oder anderen Video-on-Demand-Diensten rumhantiert und werde ich mal so ein Fazit-Video von mir aus machen, warum ich gerade jetzt bei Amazon bin und nicht Maxdome oder sonst irgendwas dergleichen, wo ich auch schon bei Maxdome war. Ich hatte auch schon Watch Ever für kurze Zeit,
war ich komplett bedient von, habe ich dann nach der Zeit auch nicht mehr verlängert. Nach den Probezeit. So, ich bin Daniel, ja, ich bin Daniel, weiter als Daniel. Der erkennt auch gleich mein Netzwerk an. Also Achso, ich habe Ton aus. Möchten wir Ihnen jetzt gerne auf einer kurzen Infotour so alles Wichtige zu Ihrem Fire TV Stick erklären. Finde ich auch gut, hier macht er auch gleich wieder die Infotour und so. Nutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Netzteil für den optimalen Betrieb. Haben wir gemacht. Das ist auch ein bisschen komisch. Wir sollen das benutzen, obwohl wir es ja benutzen, weil ohne würden wir es ja nicht benutzen können. Das ist ziemlich genial. Also fangen wir an. Die Navigation ist ganz einfach. Die Startseite-Taste bringt Sie von überall im Menü zur Startseite Ihres Fire TV Stick. Kenne ich alles. Drücken Sie hier, um nach... Man kann halt auch leider... Auch doch, kann man. Ach, doch nicht. Ich hab doch aber, drücke auf, überspringen, will's überspringen. Ach, ich will nämlich nicht hier mir dieses Startvideo nochmal angucken müssen. So, dann würde ich jetzt hier sagen, oh, ich habe ja noch Licht an. Dann würde ich jetzt hier sagen, ich beende erstmal das Video. Und wir sehen uns gleich auf dem, ja, als Daniel. Und wir sehen uns gleich am PC, wo wir denn noch mit Kodi und so ein bisschen rumhantieren werden, oder? Und herzlich willkommen. Das ist Ihr neuer Amazon Fire TV. Kommt schon wieder. Gut. Optimal nutzen können, möchten wir Ihnen jetzt gerne auf einer kurzen Infotour alles Wichtige zu Ihrem Fire TV Stick erklären. So. Dann würde ich sagen, dann würde ich das hier erstmal beenden. Machen wir einen Hardware-Check 2, würde ich sagen. Wo ich dann die Hardware dann mal komplett checke. Obwohl, das ist jetzt nur Hardware-Video gewesen, oder? Ich weiß es ja nicht. Muss ich gucken beim Bearbeiten. Jedenfalls kommt noch ein Video. Und wir werden auch noch Kodi installieren. Entschuldigung für die Kameraperspektive von unten nach oben. Es tut mir leid. Ich beende jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.